Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia oder Deponia 2. Wir haben beim letzten Mal die Delfine mit der Torpedoausrüstung ausgestattet. Das heißt, die dürften jetzt unterwegs sein. Und das heißt wiederum, wir dürften jetzt hier finden. Die Torpedodelfine sind bereit und ich kenne die Position des Tauchboots. Na, dann wollen wir mal. Die Jagd kann beginnen. Ich muss nur einen einzigen Delfin in das Planquadrat des Tauchboots schicken und dann... Okay, das sieht ein bisschen nach Schiffe versenken aus. Was soll ich jetzt hier tun? Ach so. Oh. Ach, verdammt. Okay, ich glaube, dann müssen wir jetzt hier dicht. Was? Och, verdammt. Okay, das hätte ich mir jetzt einfacher vorgestellt. Oh, das ist aber auch. Boah, dieses. Das ist ja total unübersichtlich, ne? Boah, ist das mies, dass das Drecksding. Diagonal schwimmen kann. Boah, was ist das denn jetzt hier? Och. Ey, das ist... Ich find's total unübersichtlich. Falsche Richtung. Nein! Okay, wir überspringen es. Es tut mir leid, aber das ist mir... Da habe ich gerade nicht die Nerven zu. Ich glaube, da gibt es eh keinen Trick. Das ist random. Was? Nein! Verdammt! Thank you.
Meinst du, es könnte meine Chancen bei Goal verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken, ja. Immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsdramödie. Okay. Gucken wir uns erstmal hier noch um. Was wir denn hier noch so finden? Eine Lampe? Eine schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Naja, nimm sie trotzdem mit. Wasserhahn? Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht! Oder den Abwasch machen? Träum weiter! Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör mal auf! Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Okay, die Luke? Ah, ist zu. Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Okay, wir müssen also irgendwie anders auf das Boot kommen. Wir klicken mal die Klingel. Das wird lustig. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll, das hast du sehr gut gemacht. Okay. Gucken mal innen, ob wir noch was finden. Topf. Da sind nur noch Reste drin. Tatsächlich? Was ist dann aus meiner Dichtmasse geworden, die ich darin angerührt habe? Sei mal nicht so hart zu dir. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Da sind nur noch Reste. Was ist? Sei mal nicht. Ich habe schon. Können wir nicht mitnehmen. Hätte ja sein nötig. Können. Wir sind. Naja, okay. Sind am Ziel. Wenn wir runter müssen, ist wahrscheinlich der Taucheranzug hier dran. Passt. Was hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot klingt irgendwie unlogisch. Ja, aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein, sind sie nicht. Blub, 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 blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Ach ey. Okay, was haben wir hier? Wir haben einen Schlauch. Und noch einen Schlauch. Ja, gut, dass wir das so gut, ne? Gut, dass wir das so gut verstehen konnten. Sonst haben wir... Da ist ein Knopf. Wir verstehen echt kein Wort. Sonst gibt's hier gar nichts. Gut, dann... Nochmal hoch, oder? Schlauch. Können wir die verbinden? Ah ja. Dann haben wir einen längeren Schlauch, ne? Ja... Den mit dem Wasserhahn? Was hast du vor? Willst du endlich... Natürlich nicht! Oder den Abwasch machen? Träum weiter! Okay. Dann willst du dir also die... Jetzt hör mal auf! Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen? Entschuldigung. Okay, wofür auch immer der jetzt da liegt. Was haben wir denn noch? Wir haben nur noch die Datasetten und die Kerze. Vielleicht können wir die in dem Topf schmelzen. Da war ja eben was von Dichtmasse. Vielleicht. Der Topf ist ja noch heiß. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Ich meine, einzuschmelzen. Perfekt. Was machen wir am besten?
Okay, der fängt an zu tanzen. Ohne Ausrüstung. Ich hasse es. Sorry. Ohne Ausrüstung springe ich da jetzt nicht rein. Ich hasse es, mir Glassplitter aus den Haaren zu pulen. Das hat mir die letzten drei Besuche im Spiegelkabinett vermiest. Ah, den können wir da einstecken. Ich könnte mir vorstellen, dass Rufus sich unten im Moment was nicht traut wegen den Delfinen, die am Hintergrund sind. Vielleicht müssen wir den Taucheranzug da irgendwie runterlassen, in der Hoffnung, dass die Delfine dann da dran gehen. Okay, vielleicht klappt das. Ich habe einen Plan. Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Stein im Schuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? Ich präsentiere Ray Coulson. Die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe. Aus Angst. So, können wir das jetzt da runterlassen? Da ist jetzt kein Platz mehr für mich. Okay, offenbar reicht das noch nicht. Was ist denn eigentlich? Gold schmeißt ja die Tür auf. Sie ist ja jetzt sehr vorsichtig und so. Können wir auf Krawallgol umschalten? Was passiert dann, wenn die uns das Ding gegen den Kopf wirft? Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuche dran zu denken. Oh Gott. Wahrscheinlich fliegen wir jetzt vom Boot runter oder so. Das wird lustig. Oh oh. Ja? Hallo? Sehr witzig. Okay, wir können nicht mehr antworten, das halt. Oh Mann! Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Okay. Was denn, Rufus? Was tust du das? Rufus! Verdammter Idiot. Beim nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Es wird ja immer lustiger. Vielleicht nochmal? Gleich nochmal. Oh. Was? Alles klar. Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Keine schlechte Idee. Aua. Ah, die Delle. Das ist die mit Abstand attraktivste Delle, die ich je gesehen habe. Da können wir jetzt das Kerzenwachs reinfüllen. Ja, das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. So, und jetzt den Abdruck können wir doch mit Sicherheit da reinpacken. Zeit für mein Stunt-Double, Ray Coulson. Hey, Bozo, endlich wieder gemeinsam auf Kaperfahrt, was? Genauso Schauen wie wir früher. Mal. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Guter alter Bozo, du hast dich wirklich kein Stück verändert. Genau, hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. So. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde doch niemals... Oh oh. Oha. Egal, was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. Okay, aber der Tauchanzug lebt noch, na klar. Bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Weil wir müssen ja nochmal da unten gucken. Aber okay, die haben das jetzt da weggesprengt, oder was? Krass, okay. Ah, die Luke geht auf.
Torpedodelfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, Wirt, wo all das noch hinführt. Reichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz. Stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Osterwochenendarbeit. Diese Szenerie und ja, ich glaube, es geht auf den Showdown zu. Das wird aufregend. Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Verdammt. Ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Potzdonner. Der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Gut. Husser Wochenendarbeit. Ja. Aber wie das genau hier in diesem spannenden Moment weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Chaos auf Deponia, beziehungsweise Deponia 2. Vielleicht dann sogar schon im Finale, wer weiß. Bis dahin, tschüss!